Unsere Gesellschaft befindet sich mitten in einem fundamentalen Wandel. Immer weniger Junge stehen immer mehr älteren Menschen gegenüber. Eine Entwicklung, die laut der zuständigen Sozialministerin Katrin Altpeter einerseits Chancen biete, das Land aber auch vor große Herausforderungen stelle. Die grün-rote Landesregierung hat sich zur Aufgabe gemacht, den bevorstehenden Wandel aktiv und vorausschauend zu begleiten. Ein 100 Seiten starker Kompass Seniorenpolitik soll notwendige Handlungsfelder benennen und Lösungsansätze beschreiben. Dabei soll der Gewinn an Lebenszeit als Chance für den Einzelnen, aber auch für die Gesellschaft begriffen werden. In Baden-Württemberg sind heute etwa 2,1 Millionen Menschen 65 Jahre oder älter. Das ist fast ein Fünftel unserer Bevölkerung. Für 2030 sprechen die Prognosen schon von über einem Viertel. Es besteht Handlungsbedarf für eine altersgerechte Politik für und mit Senioren. Dafür hat das Land nun den Seniorenkompass vorgelegt. Das ist also nichts, was wir uns jetzt sozusagen im stillen Kämmerchen ausgedacht hätten, um ältere Menschen im Land zu beglücken, sondern wir haben in den unterschiedlichsten Veranstaltungen, Dialogforen, Werkstattgesprächen mit den Beteiligten diesen Kompass Seniorenpolitik entwickelt. Ressortübergreifend und unter Beteiligung aller Ministerien ist ein über 100 Seiten schweres Werk entstanden, das durch einen Leitgedanken geprägt ist und die Wünsche, Ängste und Hoffnungen der Älteren aufgreift. Die Gesellschaft des langen Lebens ist eine Gesellschaft der neuen Möglichkeiten, wenn wir die Chancen dazu nutzen. Der erste Schritt hierzu, und es war uns ganz wichtig, der Blick nicht nur auf die Defizite und auf den Abbau, auf Hilfe und Unterstützungsbedürftigkeit zu richten. Der Kompass beschreibt Ziele und Maßnahmen für 6 Handlungsfelder, die nun konkret in die einzelnen Politikfelder übersetzt werden müssen. Der größte Wunsch der älteren Bevölkerung sei es, so lange wie möglich zu Hause bleiben zu können. Schon jetzt investiere das Land über 2 Millionen Euro in Projekte, die das ermöglichen können und sollen. Auch mehr Lebensqualität im Alter spielt eine wichtige Rolle. Dazu gehört nicht nur die Mobilität, sondern auch der soziale Kontakt zur Gesellschaft. Wir finanzieren und unterstützen eine Fachberatungsstelle für ambulant unterstützte Wohnformen, um in Zukunft für das Alter nicht nur vorzusehen, hier die Häuslichkeit und dort das Pflegeheim, sondern innerhalb der Spanne ganz viel dazwischen auch noch zu ermöglichen. Die Landesregierung spricht von einem Perspektivenwechsel, damit der Gewinn an Lebenszeit als Chance für den Einzelnen und für die ganze Gesellschaft begriffen wird.